Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch, wie wir dieses schöne Perlenarmband herstellen können. Den Anhänger machen wir natürlich auch selbst. Das Ganze ist inspiriert von The Legend of Zelda. Und das ist nämlich die kleine süße Fee Navi oder Navy, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Der Dekobaum schickt Link nämlich diese kleine Fee als Unterstützung mit. Für unser Armband brauchen wir Nylonfaden in der Stärke 0,5, ein paar Perlen, da könnt ihr euch natürlich aussuchen, was für Farben ihr nehmt. Ich habe sie natürlich passend zur kleinen Fee genommen. Brauchen wir etwas Fimo, zwei Flügelchen, ein paar Spacer und Biegeringe, das übliche einfach. Und zum Verbiegen natürlich einen Seitenschneider und eine Rundzange. Als erstes schneiden wir uns ein Stück unseres Nylonfadens ab und verteilen unsere Perlen auf dem Tisch, sodass wir einfach besser auffädeln können. Und dann geht das Ganze auch los. Ich habe mich dafür entschieden, erst eine blaue Perle aufzufädeln, dann einen kleinen silbernen Spacer, dann eine weiße Perle, dann wieder einen Spacer, dann wieder eine blaue Perle und das Ganze immer so weiter, bis die gewünschte Länge erreicht ist. Und dazu messt ihr am besten auch erstmal euren Handgelenksumfang und schaut dann, dass ihr die Perlen genau so lang auffädelt, wie euer Handgelenkumfang dann auch beträgt. Ich habe hier so ein kleines Metermaß, habe dann gemessen. Meiner ist so 16, 16,5 ungefähr. Und dann wird das Ganze verknotet. Ich mache immer drei Knoten rein, damit es wirklich auch bombenfest hält und nicht mehr aufgehen kann. Und wenn das Ganze dann bombenfest verschnürt ist, dann schneiden wir noch mit der Schere unsere überstehenden Fäden ab. Und können das Ganze direkt mal anprobieren, einfach über die Hand stülpen und schauen, ob es passt. Als nächstes haben wir dann mit der kleinen Fee angefangen. Dazu habe ich mir einen Biegering geschnappt und habe da einen der Spacer aufgefädelt. Die Bohrlöcher der Flügel waren nämlich ein bisschen groß und da wäre mein Biegering die ganze Zeit durchgerutscht. Deshalb habe ich eben halt den Spacer unten eingefügt. Falls ihr große Biegeringe mit großen Köpfen habt, dann müsst ihr natürlich keinen Spacer mehr dazwischen machen. Dann habe ich mir den blauen Fimo geschnappt und habe den einmal auf den Stift aufgeschoben. Das dient einfach nur dazu, dass ihr die Mitte der Fimo-Kugel findet und auch schaut, ob die Proportionen passen. In meinem Fall haben sie gepasst. Dann habe ich mir noch den zweiten Flügel genommen und habe den noch oben aufgefädelt. Habe mir dann nochmal angeschaut, ob mir die Proportionen so gefallen. Dem war der Fall. Dann habe ich mir einen kleinen Cutter genommen und habe da so zwei Schlitze in den Fimo gemacht, damit einfach die Flügel später ein bisschen eine Vertiefung haben. Das könnt ihr machen, das müsst ihr allerdings nicht. Habe dann den Fimo auf den unteren Flügel draufgedrückt und den oberen Flügel dann auch mit aufgefädelt und habe das Ganze dann so lange geknetet, bis es mir von der Form her gefallen hat. Wenn ihr damit zufrieden seid, wandert das Ganze so für 20 Minuten bei 110 Grad in den Backofen. Als das Ganze ausgehärtet war, habe ich einfach den oberen Teil meines Stiftes abgeknipst, habe mir eine kleine Öse mit meiner Rundzange gemacht, damit wir einfach unsere kleine Fee gleich auf unser Armband auffädeln können. Dazu nehmt ihr einfach einen Biegering, schiebt den oben durch die Öse durch und verbindet das Ganze mit eurem Armband. Und dann wäre euer kleines Feenarmband auch schon fertig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr weitere nerdige Do-It-Yourself sehen wollt, dann schreibt mir doch bitte mal, welche Themen euch besonders interessieren würden. Ansonsten schaut euch gerne das andere Video an und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal. Tschüss!